Also ich gehe ja jetzt immer joggen. Mhm. Ja, na sicher ist Fahrt, aber mit dem Hometrainer kommst du doch nicht so herum. Hm? Was ist? Gehst du mal mit? Hä? Nee, dann nicht. Du, wie geht's eigentlich deiner Zellulitis? Besser? Schade. Also, ich habe meine ja total mit Aerobics weggebracht. Hm? Und mein Mausi, na, was? Mein Obersenatsrat, hm? Der hat mir irrsinnig dabei geholfen. Aha. Der hat mir zum Geburtstag ein Buch geschenkt. Zellulitis muss nicht sein. Wie schon lieb, gell? Morgen, Herr Weber! Herr Weber, wundersam! Sie hier, so früh und noch dazu so aktiv? Morgen, grüß dich, Herr Klaus. Was ist denn, Herr Weber, also da? Was machen Sie da? Eine interessante Frage, auf deren Beantwortung ich auch schon äußerst gespannt bin. Sie tun mir da jetzt aber nicht einen Amtssessel mutwillig abonnieren. 59,98, na super, bitte. Und was war das jetzt, bitte? Ein bisschen Morgensport. Also, Sport mit Bewegung, oder? Ja. Ach, ja. Wieso tanzt das? Ja, erstens mal muss ich fit sein für meinen neuen Honda S2000. Und zweitens. So, muss man den Schirm. Und zweitens mal merke ich, dass ich ein bisschen einen Schwimmraffen kriege. Ja, mein Gott, ich habe auch ein bisschen einen Schwimmraffen. Ja. Sie haben ein Schlauchboot. Ja. Sag ich dir was, Herr Weber. Ein Mann ohne Bauch ist wie ein Cola ohne Cognac. Sehr richtig. 59,98, das ist ein neuer Rekord, bitte. Also, ich habe den Sessel nicht einmal eine Minute daheim. Nicht einmal eine Minute. Ich bin schwach. Auch ich kann keine besondere Leistung darin erblicken, sich 59,98 Sekunden lang an einem schwebenden Sessel festzuhalten. Herr Klaus, Sie haben keine Ahnung. Machen Sie es doch bitte. Hm? Na gut, wenn Sie unbedingt wollen. Ich kann den Sinn dieser Übung leider intellektuell nicht erfassen. Naja, mit einer Hand ist leicht. Stimmt. Aber Herr Weber, jetzt haben wir unter uns, also 59,98, also wirklich extrem schwach. Also ich in meiner aktiven Zeit. Ach so, Sie haben aktive Zeit gehabt. Ist das, was ich aber gescheit? Hier mein Sessel. So. Stoppus mit, nicht einmal eine Minute. Na komm eins. Auf mit den Händen. Sie sind da oben, mit das soll ich aufzahlen. Ihr seid klassen. Jetzt, ich stehe jetzt halt beim Training, bitte. Und wo ist da das Ziel? Na ja, Schönheit, Eleganz. Sie glauben an Wiedergeburt? Frau Knackerl, mischen Sie sich nicht in Sachen, wo Sie keine Ahnung haben, ja? Sport ist Männersache. Genau. Na Moment, es gibt aber auch sportliche Frauen? Oder haben Sie noch nie eine Olympiade gesehen? Ja, Sie werden nicht behaupten wollen, dass Eiskunstlauf oder Synchronschwimmen ein Sport ist. Das ist schön, ein wunderbarer Sport. Das ist kein Sport. Und was ist Ihrer Meinung nach Sport? Sessel heben. Genau. Bitte. Nicht bitte. Gut, okay, bitte, wenn Sie so stark sind. Gehen Sie her, kommen Sie, heben Sie den Sessel. Ich stoppe mit. Unser Rekord liegt, glaube ich, bei ein bisschen was einer Minute. Mein Rekord. Ihr liegt bei 15 Sekunden und ich stoppe mit. Bei 1000 Sekunden und mehr brauchen wir eh nicht. Gut. Jetzt. Jetzt. Wo genau war Ihr persönlicher Rekord, Herr Weber? Nicht einmal eine Minute. Ich hingegen habe diesen Sessel. Schnauze, Herr Klaus. So, na, jetzt geht's eh gleich. Bin ich aber schon länger als eine Minute, ja? Ja.
Nein, wir haben noch nicht richtig. Ne? Genau, also, Sie sind ja nichts anderes mit trainieren den ganzen Tag. Ne? Na, dann würde ich vorschlagen, Sie trainieren auch einmal und in 4 Wochen machen wir es dann auch einmal richtig. Mein Gott, die nimmt das ernst, was? Es geht ja um nichts. Oh doch, es geht um die Ehre. Na gut, aber meinen bitte nicht. Wieso? Haben Sie keine? Frau Knackerl! Okay, Frau Knackerl, in 4 Wochen selbes Büro, selbe Zeit. Selber Sessel. Und selber Schuld. Gut, Herr Weber. Und jetzt wird trainiert. Genau. Fangen wir mal an mit Liegestütze. Jawohl, gleich mit die Liege, mit die. Ist das das mit den Handeln, oder? Ich habe keine Ahnung, bitte. So geht das. Schauen Sie mal. Ah, oh, ach so, natürlich. Ja, also Sie wissen, was ich meine. So. Komm, fallen Sie um auf 30. Ja, aber locker. Nicht? Bitte. Hat Arschbacken zusammengestellt und... Muss man mal oben? Was geht? Okay. Gut, weil ich mich umbin. So. Oh, der Arsch. Was ist denn das, hä? Rehabilitationsgymnastik? Arme beugen und strecken. Das ist ein Deppertolz. Hänge da mit dem Reißverschluss. So, morgen. Morgen. Jetzt sind wir dran, was? Ja, tut mir leid. Ich bin beim Morgentraining ein bisschen aufgehalten worden. Bei Ihnen hast du nur Morgentraining, weil Sie es immer auf morgen verschieben. Ja, Blödsinn. Bitte, ich habe heute gemacht in der Früh Dehnungsübungen im Auto. Ja, und da haben Sie dann kontrolliert auf Drogen. Fischer Jogginganzug, hä? Ja, danke. War Weihnachtsgeschenk. Von der Ihnen zugemuteten? Ja, von meiner Frau. Vor 12 Jahren und bitte. Er passt mir noch immer. Weil er sich dehnt. Na gut, denn das ist uns fast eine Ritterrüstung, nicht? Also, gehen wir's an. Ja, was tun wir? Aerobics, das kennen Sie doch, oder? Ja, was? Aerobics, oder was? Bix, nicht Dix. Komm mal. Bix. Machen Sie mir alles nach. Erst einmal. Ja. Ausschütteln. Ja, okay, ja. Ja. Ich geh jetzt. Handkreisen. Aha. So. Ja, gut. Ja. Zweite Hand. Ja, beide geht nicht, was soll ich dir was? Okay. Dann machen wir Becken. Becken ist ja fein. Bitte. Ja. Was ist das? Was soll ich da? Merkt ihr euch schon mal die fetten Schaube, wenn ich so richtig esse? Lass uns auf, dass ich da ausrutschen. Nein, pass auf. Ja, guten Morgen. Morgen. Ah, bitte. Ich warte jetzt schon eine Stunde und. Gratuliere, das sind schon bei der Hälfte. Ah ja? Ja. Sehr gut. Ja, schalte, pass es auf, Philippo. Da ist klar, dass du da ausrutschst, gell? Aha. Ja, geh jetzt lieber raus, da haben sie einen Grip. Danke. So, Beine ausschütteln jetzt langsam. Rechts, 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 ja, na wurscht. Ja. Das ist ja wieder. Ja, passt. Was ist jetzt, Herrsch? Ich stelle ihn an das Sessel weg. Dann haben Sie mehr Platz. Okay. Das ist Verhöhnung des Gegners. Jesus. Mit Anna. Wir müssen mehr Krafttraining machen. Ja, na gut. Und mit was machen wir das? Mit Kraft. Bitte, Herr Ingenieur, wäre es nicht doch irgendwie möglich? Ja, verdammt, aber es ist nicht möglich, kommt nicht in Frage. Schade, sehr schade. Kann ich Ihnen vielleicht irgendetwas abnehmen? Ich würde mich nämlich sonst zum Autowaschen zurückziehen. Aussätze können wir nichts abnehmen, ich muss selber abnehmen. Schluss. Mahlzeit, Herr Klaus. Sagen Sie, Herr Weber, wäre es nicht doch irgendwie möglich, dass ich an Ihrem Wettkampf im Sesselheben teilnehme? Ja, wir haben schon 100-mal gesagt, Sie können an diesem Bewerb nicht teilnehmen, weil Sie sind gedopt und das ständig. Ich schwöre Ihnen, dass ich noch nie in meinem Leben in irgendeiner Form aufputschende Substanzen zu mir genommen habe. Na gut, das hat aber vielleicht das Baby in den Zaubertrank hineingefallen. Was? Was ist denn das, bitte? Das ist Krafttraining, Herr Weber.
Was hab ich geglaubt? Rhythmische Sportgymnastik oder was? Nein, ich hab geglaubt, unrhythmische Sportspastik. Sagen Sie mal, Herr Ingenieur, was ist denn das für ein seltsames Gummiband? Sie, Herr Klaus, das ist kein... Das ist kein seltsames Gummiband, das ist ein Multitrainer. Und das haben die Amerikaner eben speziell für die NASA entwickelt. Ich hab geglaubt, speziell für Sie. Ja, ach ja, aber hauptsächlich für die Astronauten, nicht? Weil diese Astronauten, die mir sind, der Raketen, der muss dauernd trainieren, natürlich. Nicht? Die haben keine Handel mit dem, wenn der Nuss los. Na klar, wenn da Kontrolle ist, müssen sie aussteigen. Nicht? Richtig, eben und deswegen haben die das entwickelt und die haben es halt ausgepackt. Von einem Astronauten? Von meinem Schwagern. Ach so, ist der Astronaut? Nein, wieso? Nein, der ist Versicherungskaufmann. Hat jetzt das gekauft vor gerade 2 Jahren das her im Teleshopping. Ah, und jetzt ist er Mr. Universum, ne? Sehr, das weiß ich, da muss ich den nachfragen. Und das Gerät ist wirklich, das ist perfekt. Das heißt Arnold. Ja, streng genommen müsste es eigentlich Pinocchio heißen. Das ist auch richtig, das heißt ernst. Es geht darum, ich habe laut Beschreibung die Möglichkeit, damit 149 Körperteile zu trainieren. Ne? Ich glaube aber kaum, dass ich so viele Körperteile habe. Ja, da täuschen Sie aber, nicht? Bauchtraining, perfekt. Und da aus, dann kommen die Trainer. Ich denke, was die beiden Herren bräuchten, wäre ein kompetenter Trainer. Einen Mann, der sich ihrer liebevoll annimmt und zum triumphalen Sieg führt. Einen Mann, der kühn allen Widrigkeiten... Das ist doch mehr klar. Sagen Sie, wollen unser Trainer sein und aus. Na, Moment, also bitte, ich brauche keinen Trainer. Das ist sicher. Also gut, wenn Sie unbedingt wollen, aber ich will mich da keinesfalls aufdrängen. Oh, also, fangen wir an mit Sesselheben und der Herr Klaus stoppt mit, ne? Nein, mitnichten. Wir beginnen mit einer kleinen Theorieeinheit. Ach, das war ja wieder mal zu befürchten. Setzen. Ich denke, wir sind uns alle der traurigen Tatsache bewusst, dass Sie bislang keine wirklich sportliche Naturen waren. Ja, bitte, ich schon. Ich habe Sportsfähigen auf dem Auto. Ja gut, und ich war Modellbaumeister beim Kirchenvertreiber. Eben. Das heißt, dass wir den Aufbau behutsam angehen müssen. Die Conditio sine qua non eines jeden sportlichen Erfolges ist ein gesunder Körper. Das heißt, dass Sie in Zukunft zuallererst auf Ihren Stoffwechsel achten müssen. Stoffwechsel? Gute Tag. Dann war es mir das nicht schlecht, oder? Bitte. Schwätzen einstellen. Ein funktionierender Stoffwechsel hat natürlich eine ausgewogene, hochwertige Ernährung als Voraussetzung. Die Bausteine hierfür sind Proteine, Kohlenhydrate, Fette. Also doch Käsekreiner. Und Digmanns. Etwas mehr Ernst, meine Herrschaften, sonst müsste ich mein Traineramt sofort zurücklegen. Bitte nicht zurücklegen, bitte. Aber jetzt sage ich mir ernst. Herr Klaus, ich meine, das mit der Ernährung hat das wirklich eine Bedeutung? Mahlzeit, ich werde zurück von der Mittagspause. Ups, Entschuldigung, Sie haben Unterricht. Na, wir haben Training, Frau Knacker. Weil der Herr Klaus ist nämlich jetzt unser Trainer. Ha! Und er wird uns zum Sieg führen. Das ist ja super. Wollen die Herren vielleicht einen Kaffee? Nein, Kaffee steht nicht auf unserem Ernährungsplan. Hab's gesehen, jetzt ist bloß, weil es gehört hat, dass Sie unser Trainer sind. Das ist bereits das Thema unseres nächsten Kapitels, die Zermürbung des Gegners. Es ist nämlich so. Guten Tag, bin ich da richtig? Danke. Goldrichtig, schönes Kind. Ich suche die Emma 2412, das Dekorationsreferat. Ist das hier? Nein, Sie befinden sich im Sesselheb-Hochleistungszentrum. Ach, wie muss denn? Zu Frau Knackerl, aber da bin ich offensichtlich falsch. Na, na, kommen Sie, wir beißen nicht. Die Frau Knackerl sitzt einfach nur da hinten. Nur ist die Frau Knackerl momentan ein bisschen zermürbt. Zermürbt? Na, dann werde ich sie halt wieder aufbauen. Für was hat man einen Personal Trainer? Danke. Bitte. Ja, hi. Hallo, mein Kind. Ich habe gehört, Sie wären ein bisschen zermürbt. Was? Überhaupt nicht. Was macht man heute? Maximalkrafttraining. Sie, glaub, sie ist die ausgestopft. Ja, die lebt. Leider.
Bravo, meine Herren. 9 Minuten. Ich glaube, das wird ein neuer Rekord. Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, Herr Klaus, aber glauben Sie wirklich, dass es was bringt? Natürlich. Technisches Training dient der Perfektionierung Ihrer muskulären Bewegungsabläufe. Was? Muskuläre Bewegungsabläufe heißt das? So was habe ich. Oh. Klaus, wie lang? 10 Minuten. So, danke. Sessel loslassen und entspannen. So, das war jetzt, glaube ich, 10 Minuten mit dem Tisch. Was haben wir jetzt gestern gehabt ohne Tisch? Gestern haben Sie gehabt 61 Sekunden, 43 und der Herr Weber 61,44. Wird schon, Herr Ingenieur. Das wird schon, bitte. Jetzt haben Sie gekostet wegen dem 100. Da, bitte. So lächerlich. Und wer weiß, vielleicht hat sich der Herr Klaus auch verstoppt. Ausgeschlossen. Hm? Kopf hoch, meine Herren. Insgesamt ist eine kleine Leistungssteigerung feststellbar. Und während Sie jetzt eine kurze Regenerationsphase einlegen, werde ich ein wenig im feindlichen Lager spionieren. Ja. Hallo, Herr Klaus, was gibt's? Liebe Frau Knackerl, wie ist das Wertebefinden? Ja, ich gut. Ein bisschen unausgelastet. Was machen Ihre Athleten? Danke der Nachfrage, aber Sie müssen verstehen, dass ich als Trainer des Gegners darüber schweigen muss. Jesus. Ich müsste da ein wenig fegen. Mhm. Würden Sie so lieb sein und den Sessel ein Momenterl hochheben? Wenn es sein muss. Herrlich. Also, nach deiner körperlichen Anstrengung, das ist gleich eine ganz andere Müdigkeit als die sonst im Amt. Ja, weil man weiß, warum. Genau. So ein Breitfuß, was ist denn das? Ja, das ist ein Diätlaberl. Was ist da drinnen? Fugenmasse? Nein, so, das Diät, sprechen Sie. Leid. So. Wir sollen aber Kohlenhydranten zu uns nehmen. Haben Sie das nicht gehört? Ich hab schon gehört. Ich wollte eh. Ich war sogar im Supermarkt. Aber ich hab nirgends, finde ich ein Regal mit Kohlenhydraten. Suchen Sie einmal Kohlenhydrate und Protein. Magnesium, Silenzium, ne? Aluminium, Polonium und alles das. Nicht? Bitte, ich hab sogar nach der Filialleiterin gefragt, dort im Supermarkt. Und die hat mir einfach gesagt, gehen Sie in die Formhandlung. Ne? Bitte, also, weil Ihre Filialleiterin keine Ahnung hat. Meine Filialleiterin hat mich ins Fitnessstudio geschickt und dort habe ich eingekauft. Was ist das? Sportlernahrung mit Kürbis. Ach so, na darum ist das so groß. Ja. Ich nehme 36 Tabletten am Tag und muss mich ernährungstechnisch um nichts mehr kümmern. Da wächst der Bizeps von ganz allein. Wollen Sie mal greifen? Wirklich? Na ja. Na Herz bitte, jetzt werden Sie da wieder näher, da greifen Sie das selber aus. Gut, dann nur um. Und wie schmeckt das so? Ja, gut. Na ja. Da, darf ich vielleicht nur riechen? Jetzt, wissen Sie, das riecht? Das riecht wie so ein Schweinemostfutter. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gerochen. In 60 Tagen zum Herkules, nun nicht schlecht. Ja, der muss aber weit weg wohnen, wenn wir das so lange hingebracht haben. Sagen Sie, Herr Weber, jetzt nur eine theoretische Frage. Wenn man die ganze Dose jetzt zum Beispiel auf einmal frisst, wächst dann alles schneller, oder? Vielleicht, nehmen Sie ein Pulverl. Nein, tut mir leid, geht nicht. Ich habe eine Schluckphobie. Ja, bei den Dicken machen Sie aber nicht. Ja, Sie, bei den Pulverl, nicht? Ich krieg kein Pulver loben, nicht um die Burg. Nicht. Also, Sie, Herr Weber, oben schon, sofort, zack, weg, bist du, genau da. Und 3 Sekunden später regt sie. Nein, so genau möchte ich das gar nicht wissen. Ja, Würganfälle, nicht? Was für ein Kind, komisch das, ja. Meine Eltern haben alles probiert, wenn ich krank war mit dem Arzt, ja. Pulverleine, ja, mich am Kopf gestellt, beilt, ja, Bugel geklopft, alles, nix. Keine Chance. Nicht gegangen. Das Einzige, was bei mir als Kind immer gegangen sind, sind dann Zapferl. Ja, klar, hinten habe ich es nicht gesehen, aber dann freiwillig geschluckt natürlich. Ja. Diese Sportlernahrung als Zapferl oder so,
gibt es das nicht. Glaube ich nicht. Wäre blöd, nicht? Stellen Sie sich vor, Sie sind zum Essen eingeladen und sagen, danke, nein, ich hab selber mit und fangen dann hinten an. Nein, das war blöd, nicht? Jetzt aber. Na, probieren vielleicht. Was ist. Na, jetzt müsst's aber schon sauber sein unterm Setzerl, hm? 6 Minuten 35 Sekunden? Das ist allerdings bemerkenswert. Na, ich finde das sehr traurig. 6,5 Minuten zum Kehren von einem Quadratmeter Bürofläche? Das ist sogar für unsere Verhältnisse da ein bisschen langsam. Ja. Emma, Sie müssen viel nachtrinken. Ja, aber. Mit den Pulvern reißen wir zwar alles nieder. Herz, es ist unten. Das ist super. Die Frau Knackerl hält den Sessel 6 Minuten 35 Sekunden gestreckt und verzieht dabei keine Miene. Was? 6 Minuten 35? Ja. Ich glaube, wir sollten den Wettkampf verschieben. Absagen. Ja, nichts absagen, weil ich kann Mädelpulver. Wohl, Zweiter könnte ja noch werden, ne? Oh, oh. Da ist er. Zweiter, wer soll ich? Aber ich gebe zu bedenken, der Zweite ist auch der erste Verlierer. Genau. Frau Knackerl! Bitte, Sie haben was vergessen. Frau Knackerl, es ist Folgendes. Wir haben uns dazu entschlossen, aus verletzungstechnischen Gründen diesen Wettkampf abzusagen. Ui, was ist denn passiert? Übertrainiert? Gewissermaßen. Also nach Absprache mit dem Trainer und den Teamkollegen haben wir. Nicht so! Ich stimme! Ich war aber vorhin noch ein Kreuz. Sollte man dem Herrn Ingenieur vielleicht den Magen auspumpen? Nicht notwendig, das macht er gerade selbst. Herr Ingenieur, wenn Sie sich übergeben müssen, dann sollten Sie aufs Klo gehen. Ja! Wo sind die Sessel? Ein Wunder! Na, Überdosis, das vergeht.